Ich wollte ja jetzt eigentlich immer jedes Gameplay kommentieren, damit das mal ein bisschen lebendiger wirkt. Aber das fällt mir echt doch schwerer als gedacht. Auf jeden Fall, das ist eine Map von Rasierer LP. Und das ist keine Kaizo-Map, das schon mal vorab. Ich werde jetzt einfach immer nur zu ganz bestimmten Punkten etwas sagen. Die Eiszapfen habe ich durch den Hintergrund erstmal überhaupt gar nicht gesehen. Am Anfang war ich hier ohne Pilz drin, da war ich erstmal verwundert, soll das jetzt eine schöne Map sein oder doch Kaizo? Diese Blöcke, die nerven einfach so hart, ne? Der Bosskampf war auch extrem chillig. Wenn du mit dem Power-Up hier hinkommst, dann wird er ja sogar noch einfacher. Jetzt wird es schön peinlich. Wie lange ich gebraucht habe, um da reinzukommen. Okay, und da ist das Ziel. Also die Map hat schon echt Laune gemacht. Für den Durchschnittsspieler eigentlich perfekt. Du hast einen Checkpoint, du hast ein Power-Up. Das müsste eigentlich für jeden machbar sein. Ich sitze gerade übrigens an einer Map von einem YouTuber. Ich will mir dort unbedingt den Weltrekord holen. Übermorgen werde ich den Speedrun raushauen. Und das wär's dann eigentlich auch soweit. Wir sehen uns im nächsten Video.